Aufregung, Nervosität, Anspannung lagen am 16. Oktober in einer Anklamer Sporthalle in der Luft. Erstmals fand in Mecklenburg-Vorpommern die bundesweite Dahnprüfung statt. 6 Taekwondo-Sportler und Sportlerinnen von 16 bis 39 Jahren zeigten ihr Können. Was die Dahnprüfung genau ist, erklärt uns Jens-Uwe Heiden. Er war nicht nur einer der Prüfer, sondern organisierte mit seinem Budo-Verein den Tag. Die Dahnprüfung ist eine Prüfung, bei der ein Schüler zum Meister graduiert werden soll. Also man durchläuft ja ungefähr in 10 Jahren Farben von Gelb, Grün, Blau, Braun. Und dann, wenn man die Schwarzgurtprüfung macht, ist man ein Meister. Das ist das Erste. Und zum Zweiten haben wir auch hier die Bundesdahnprüfung hier. Das sind Prüflinge, die ab dem vierten schwarzen Gürtel hier antreten dürfen bis zum 9. Davon haben wir 3 heute hier. Und das ist ganz besonders, weil das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern diese Prüfung stattfindet. 3 der 6 Prüflinge absolvierten ihre Prüfung zum ersten Dan. Sie wollten zum ersten Mal Meister werden und sich hinterher den schwarzen Gürtel umbinden. Ein Prüfling wollte den 5. Dan erreichen und 2 weitere den 6. Dan. Sportler und Sportlerinnen wurden in mehreren Fächern geprüft. Erstens die Überprüfung des alten Programms. Dabei stellen sie in 3 bis 4 Formen ihr langjähriges Können unter Beweis. Zweitens die neue Prüfungsform, welche sie extra für diesen Tag lernen mussten. Drittens der abgesprochene Einschrittkampf. Viertens die Selbstverteidigung. Der Höhepunkt der Prüfung, der Bruchtest. Nach rund 2 Stunden war die Prüfung vorbei. Die 3 Prüfer berieten über die Sportler und Sportlerinnen. Nach kurzer Zeit stand das Ergebnis fest. Sie haben es alle geschafft. Die Prüfungsbeste war Christine Jeske vom Anklamer Budo-Verein. Es freut mich natürlich enorm, auch dass die ganze Mannschaft bestanden hat, natürlich ist wichtig. Umso größer ist dann eben die eigene Freude auch darüber. Ich bin stolz auf alle Teilnehmer, auch besonders auf die Anklamer insbesondere. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass jetzt alle den nächsten Grad erreicht haben und somit so ihr Ziel erreichen konnten. Das ist eben ja, fantastisch. Seit 1992 trainiert Christine den Kampfsport Taekwondo. Für mich ist ganz wichtig, ein Ziel zu haben im Sport. Deswegen habe ich eigentlich immer gerne auf eine Dahnprüfung hin trainiert, weil man dadurch sich fokussiert. Man geht anders zum Training, als wenn man nur mal so eben ein bisschen trainieren geht. Man weiß, worauf man hinarbeiten muss, man weiß, welche Schwächen man ausbessern muss und es trainiert sich einfach besser mit Ziel. Sichtlich stolz zeigte sich der Prüfer und gleichzeitiger Trainer von 4 der 6 Prüflinge. Es lohnt sich immer wieder, sich gut vorzubereiten. Die Halle war gut präpariert, alle Leute vom Verein, die Familie, die Freunde hatten sich im Vorfeld viel Mühe gegeben, diese Prüfung vorzubereiten, dass die Rahmenbedingungen sehr gut sind. Und als Prüfer haben wir auch natürlich uns vorher unterhalten und vor allen Dingen aber die Prüflinge, im wesentlichen Teil waren sehr, sehr gut vorbereitet. Die Beste, haben Sie ja selbst gesehen, war die Christine. Und zu Recht hat sie ja dafür auch die prüfungsbeste Leistung ernannt bekommen. Für die 6 Taekwondo-Sportler und Sportlerinnen ging auch ein erfolgreicher Prüfungstag zu Ende. Das Training geht natürlich weiter, um die nächsten Dan-Grade zu erreichen.